Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crysis. So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Okay, da vorne müsste noch irgendwo Krieg sein. Volle Deckung! Können die eigentlich da vorne stehen? Maximale Panzerung. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht es. Okay, was haben wir hier? Okay. Koloss nähert sich! Erledigen! Schon dabei. Alter, das Ding frisst Kugeln. Wahnsinn. Aber... keine Ziele zu sehen. Okay. Autsch. Nur hinein, Colonel Barkley will Sie sehen. Ja, ich komme gleich hinein. Ich hoffe, ich krieg noch mal Muni für das große Kaliber hier. Hab ich das gesehen hier, ne? Nee. Denn was hier? Hier ist nichts. Okay, kann ich schon mal nachladen? Na komm. Eins ist was Schlimmes. So, aber ich mache hier mal Leuchtvisier rauf. Hier ist nichts. Keine Ziele. Und dann mache ich hier mal das Sturmding drauf. Mal sehen. Für Granaten haben wir wieder voll. Wunderbar. Ich sollte sowieso nach unten. Oh. Ja. Das nehmen wir auch mit. Wir rüsten uns hier für den Krieg. Alle ab's. Maximale Panzerung. Bin da. Hier ist Barkley. An alle Teams im Bahnhof. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo, Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Ja gut. Zu welchem Team gehören wir denn jetzt? Finde Colonel Barkley. Okay, dann finden wir mal. Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus! Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barkley wartet auf Sie. Hier entlang. Das sieht hier aber gar nicht gut aus. Oh, verdammt! Können die gar nichts tun? Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein! Lassen Sie mich rein! Ich will zu ihr! Das ist nicht möglich, Sir. Ihr Scan zeigt eine Infektion der Phase 1. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Mich erschießen? Nein, ich erschieße Sie nicht, Sir. Aber wir haben Quarantäne unter militärischer Kontrolle. Und Sie werden sich fühlen.
Oh Mann. Mit mir ist alles in Ordnung, Mann. Mir geht's gut. Das ist alles Quatsch. Ja, so siehst du auch aus. Bitte stillhalten, Sir. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Dass der noch durch den Anzug scannen konnte. Guten Abend, Jungs. Dr. Gould, ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht, ja. Und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hören mir einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorn schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Okay. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie Colonel, tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort Soweit einen wir Angriff wissen, auf Roosevelt Island inzwischen vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Okay. Chef, Sir? Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Das wäre nicht gut. Verdammt! Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Was zur Hölle? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade Sir. Abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Okay. Schlage den Self-Angriff zurück. Na los, Mann, hier entlang. Schnell! Dann wollen wir mal. Okay. Guten Tag. Sie stürmen die Haupthalle! Los, los!
Na gut. Oh oh. Ich bin schon da. Defensivstellungen, ein Gegenstand. Ja, dann holen wir sie uns mal. Okay. Jetzt ist das Ding leer. Da kriegst du noch mal ein bisschen hiervon. Verdammt! Genauso wie du. Du kriegst auch noch mal ein bisschen was. Keine Ziele zu sehen. Okay. Gebiet sicher. Hänger! Ach, Scheiße! Alpha-Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung. Erledigt die Scheiß-Molotten! Ach du Heilige! Okay. Taktische Optionen wird aktiviert. Sammeln. Beschaffen. Okay, keine Ahnung. Nehmen. Und hervorheben. Gut, da gucke ich mal. 2C4 laden. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Okay. Einsatzgebiet sicher. Hänger! Keine Ziele. Alpha-Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung. Erledigt die Scheiß-Molusken. Oh nein! Nach hinten sichern! Die kommen nehmen. Die irgendwo war doch auch beschaffen, oder? Was ist jetzt beschaffen? Ah. Okay. Gut. Zwei haben noch nicht gereicht. Kurz aufladen. Hoppala. Das wollte ich nicht. So, immer kurz ein bisschen ärgern. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Ah, jetzt. Der zieht mir die Energie ab. Na gut. Jetzt frisst das. Zieh mal davon Energie ab. Ah, wie viel willst du noch? Scheinbar noch ein bisschen mehr. Maximale Panzerung. So, einmal kurz nach oben hier. Dass wir die ganzen Kleinen wegräumen. Na? Komm, ich muss nachladen. Mist, da ist sowieso nicht mehr viel drin. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Ah, ein Skirmer. Jawoll, ja. Colonel Barkley, hier ist Alpha 2. Wir sind in der Haupthalle. Bitten um sofortige Evakuierung. Durchhalten, Alpha. Hilfe ist unterwegs. Wir kriegen Besuch. Bringt sie uns hier raus. Aber so was von. Alles kommt rein. Wir müssen hier weg. Okay. Was hat sie gesagt? Wir nehmen niemanden mit. Alcatraz, na los, Mann! Wir müssen zur Sekundärevakuierung! Alles durch ein! Wir müssen weiter! Bringen Sie uns hier raus! Los! Los! Kommen Sie! Los! Vorsicht! Aus dem Weg!
Los, Mann! Los! Oh, nee. Um Himmels Willen, Bewegung! Hey, Moment! Warten Sie! Halt! Na warten los, Sie Mann! Einfach. Das Gebäude stürzt ein! Ich bin gleich wieder da! Warten Sie! Sie ist doch hier! Gehen wir! Schnell! Meine Beine! Ich kann meine Beine nicht mehr! Heilige Scheiße! Los, Schatz! Na los, Mann, wir müssen los! Beeilung, Bewegung! Nein, Moment! Sie kommen! Das ganze Gebäude stürzt ein! Wir müssen los, Mann, sind wir tot! Was zum Teufel soll das? Halten Sie den Wagen an! Verdammter Mist! Das war aber haarknapp. Hier ist Buckley. An alle verbliebenen Marines in Midtown. Sekundäre Evakuierung wurde zum Times Square verlegt. Wir fliegen mit gepanzerten Senkrechtstarter-Transportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für diese Operation aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht abschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Begeben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Verteidigung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Okay. An alle Einheiten. Sammelpunkt wird angegriffen. Die SEF rücken von 42. und Broadway vor. Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern. Alcatraz, die Molossen brechen durch. Hier lang, los! Verteidige die Evakuierungsposition für das Ausfliegen. Stoße am Times Square wieder zu den Marines. Alcatraz, hier lang! Ich gebe Ihnen Deckung! Okay. Mir geht aber langsam die Muni aus. Auch nett, wenn du mir Deckung gibst. Ah, sehr schön. So, einmal das große Ding noch nachladen. Hoppala. Ah, Sammelstück. Ui. Ui je. Erstmal lieber präziser schießen hier. Bums, wurde ich wieder geblitzt. Alcatraz, Sie müssen die Seth auf Ihrer Seite der Mauer halten. Wir haben jetzt Zivilisten schwer verwundet. Lage ernst, das volle Programm. Wenn die Seth es dahin schaffen, gibt's ein Gemetzel. Ich brauche Zeit, Marie. Vorsicht, da kommt noch eine Welle. So, zurückschlagen. Naja, gut. Zyklop 1, Rückflug. Wir hauen ab. Hier ist Zyklop 3. Wir haben schwere Schäden. Kann hier nicht mehr lange warten. Verstanden, Zyklop 3. Landefreigabe. Aua. Wir halten die Stellung. Da ist es. Volle Deckung. Okay, Panzermodus ist aus. Den Rest nehmen wir mal mit hier. Jetzt komm. Ich habe Kontakt. Okay, da kommen gleich nochmal welche. Und warum soll ich hier suchen? Was ist hier suchen? Ah, das ist ganz schön. Eine Jackal. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Erledigt das Drecksding! Feuer eröffnen! Egal, nehmen wir mal kurz. Ach, das ist eine automatische Schrotflinte. Auch nicht schlecht. Eieieiei. Gut, dann wechsle ich mal gegen die Grendel aus. Okay. Nachladen, komm. Und dann probieren wir es mal mit Schrot. Ja, okay. Damit kommen wir nah genug ran.
und kann auch gut Damage ausrichten. Es werden immer mehr, macht sie kalt, okay. Bin ja schon dabei. Was sind sie denn? Da ist noch einer. Oh, 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 das war aber ganz schön knapp. Da bist du. Na, ich wollte gerade fragen, wolltest du mich nicht hochlassen? Oh Mann, das wird hier aber langsam echt viel. Jetzt juckt dich nicht. Okay, jetzt haben wir erst gerade mal wo wahrscheinlich den Schild runter. Jetzt habe ich ihn. So, kurz nochmal nachladen. Die ist aber für einen Massengebrauch nicht wirklich geeignet. Auch wenn sie schön ist. Aber ich sag mal, die hier macht ein bisschen mehr Damage. Im Remi-Demi-Modus. Weil auch mehr Kugeln. Da hinten ist noch einer. Halt! So, müsst ihr jetzt noch einmal Munition nachziehen. So, das hört sich nicht gut an. So. Mal kurz auswechseln. Okay, das ist nicht so gut. Durchhalt, Mary! Wir haben es fast geschafft! Okay. Schlage den Seth-Angriff zurück. Nanovision. Sieht sicher aus. Keine Ziele zu sehen. Na, ich sehe es auch so. Die leuchtet ja so ein bisschen rötlich. Da haben wir Nummer 1. So, und die anderen 10 sind da hinten irgendwo. Du bist am einfachsten. Du leuchtest wie eine Wunderkerze im Dunkeln. Sag ich doch. So, und da hinten haben wir noch einen. Okay. Alcatraz, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Verschaffen Sie uns Zeit. Ja, ich probier's. Maximale Panzerung. Oh, 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 ich muss in Deckung, ich muss in Deckung, ich muss in Deckung. Oh, war das knapp. Komm, lad dich auf. Okay. Das Vieh hat natürlich voll auf mich gewartet. Ich habe noch zweimal C4. Der wartet doch nur auf mich. Okay. Kurz nachladen. Tarnfeld aktiviert. Eieiei. Das Vieh ist einfach nur badass. Oh Mann, der klaut mir auch noch immer die Energie.
getroffen habe ich. Erwischt. Hast du noch ein bisschen? So, letzte Rakete. Okay. Wir verziehen uns! Los! Bewegung! War ja ganz schön knapp. Lass dich zusammen mit Colonel Barclay evakuieren. Ja, nehme ich jetzt nochmal die Jackal mit oder nicht? Hier liegt auch noch ein schweres MG rum. Aber ich glaube, das ist das eine, was ich weggeworfen hatte danach. Möglich wär's. Na gut. Oh, hier liegen auch nochmal Granaten. Hier wäre noch eine Grendel mit Sprengung. Oh, hier ist Munition. Nice. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.